Hi und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kiss Before Midnight. Mein Name ist Rusty und in der letzten Folge, ja, haben wir Ricky auf äußerst verstörende Art und Weise damit geholfen, Luca, naja, wie soll man sagen, klar zu machen, keine Ahnung, irgendwie die beiden, bei denen läuft's. Ja gut, und damit kommen wir jetzt zum dritten Teil dieser ganzen Serie und diesmal begleiten wir Amelie, die wohl anscheinend, ja, schauen wir mal rein. Amelie soll Paul einen Gefallen tun. Klingt einfach, oder? Wäre die Welt nicht voller Überraschungen? Ich habe zwar keine Ahnung, von welchem Gefallen da die Rede ist, vielleicht werden wir das jetzt herausfinden. Wenn nicht, shit. Amelie? Oh, hallo Paul. Na, wie war das Treffen mit Devin? Du wartest noch auf sie? Doof. Ja, ich wollte gerade einkaufen gehen. Bin heute dran mit Kochen. Estelle hat schon angekündigt, dass sie mehr erwartet als die obligatorischen Nudeln von mir. Was mit Reis? Gute Idee. Kommst du heute Abend mit Devin in die Disco? Wär doch cool. Ja? Na, halt dich ran. Alles klar. Was? Na, ich stehe gerade vor einem Blumenladen. Kann mich machen. Ja, kein Problem. Wofür? Okay, ja. Ich bestelle es auch gleich. Brauchst dich nicht drum zu kümmern. Bis später dann. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Salut. Salut. Kann ich helfen? Naja, ich brauche Blumen. Ich glaube, dann bist du hier richtig. Was für Blumen denn? Alles klar. Wir sollen jetzt Blumen irgendeiner Art für Paul besorgen. Und ich wette, die sind dann für Devin. Und okay, Devin irgendwie... Achso, sie möchte jetzt, dass Devin und Paul zusammen in die Disco kommen. Abends. Und anscheinend kommt Ricky da mit Luca auch hin. Zumindest hat es Luca Ricky darauf angelegt. Entschuldigt, ich bin gerade ein wenig verwirrt. Naja, egal. Los geht's. Also, sie hat gefragt, was für Blumen wollen wir denn? Rosen. Nicht nur rote, alle Farben. Gänseblümchen. Orchideen. Es gab doch irgendwelche Symboliken für irgendwelche Blumen. Also ich weiß nicht. Gott. Das scheint jetzt eine Entscheidung zu sein, die sich im späteren Spielverlauf tatsächlich auswirkt. Jetzt nicht nur zwischen zwei Charakteren, sondern wirklich so für den Spielverlauf. Deswegen denke ich da gerade besonders drüber nach. Also wenn die für Paul sind und da dementsprechend für Devin, würde ich mal davon ausgehen, dass er Rosen möchte. Aber das wäre awkward, because... Also weil sie ja schon verheiratet ist oder verlobt ist und bald heiraten wird. Deswegen wären Rosen eigentlich unangebracht. Gänseblümchen? Ich weiß nicht. Und Orchideen? Irgendwie, bei Orchideen klingelt irgendwas. Ist das nicht irgendwas mit irgendwie, wenn man ein Kind hat oder so? Klärt mich mal auf. Ich habe keine Ahnung. Ja, Rosen hatten wir ja in der letzten Folge schon. Nehmen wir also mal Gänseblümchen. Gänseblümchen. Und wie viele? Um die 2 Kilo? Ich brauche eigentlich nur die Blätter. Wir wollen damit ein Brautpaar bewerfen, wenn es aus der Kirche kommt. Ach klar, weil er ja der... er ist ja der Trauzeuge. Klar, und dann... Okay. Ja, Rosen, ja, mit Rosenblättern bewirft man da eigentlich die meiste Zeit, ne? Aber Gänseblümchenblätter gehen bestimmt auch. Das wäre doch auch ein schönes Bild, so weiß statt irgendwie rot oder so. Ich glaube, das machen sie häufig sogar. Genug, um ein Schneegestöber zu simulieren. Ein Schneegestöber aus Blütenblättern für ein Brautpaar. Und jetzt das dritte... Ein Kopf? Wow, das ist total buggy hier.
Ich kann die zweite Option gar nicht auswählen. Ah. Ein Korb voll, die Freundin von einem Freund von mir heiratet und ich habe versprochen, mich um die Blumen zu kümmern. Also 2 Kilo, finde ich, ist eine krasse... Ein Korb. Machen wir das mit dem Korb. Bleiben wir mal realistisch. Ein Korb voll. Die Freundin von einem Freund von mir heiratet und ich habe versprochen, mich um die Blumen zu kümmern. Ach so. Ja, das lässt sich machen. Das muss ich aber bestellen. Dauert 1 Woche, bis es da ist. 1 Woche ist zu lang. Die Hochzeit ist schon in 3 Tagen. Tja, hätte man sich mal früher drum kümmern können. Sie soll eine Ausnahme für dich machen. Okay. Wir müssen nach oben rechts. Sie will nach unten rechts. Das heißt, okay. Das hilft uns dann schon mal nicht wirklich. Das auch nicht. Wir brauchen dann das. Und sowas schräg nach oben gibt es doch auch. Warum können wir das denn nicht nehmen? Ach, weil es schon da ist. Okay. Packen wir es mal ein bisschen weiter hier rüber. So. Und dafür braucht, also wir brauchen gelbe Emotionen, blaue und gelbe, blaue, gut. Und dann, das heißt, wir nehmen die roten raus, wir nehmen den Simulator für die blauen und wir tauschen das gegen, das erzeugt rote, rote, rote. Dann brauchen wir was, was rote umwandelt und zwar, gut, in gelbe. Das lässt sich machen. Okay, und los geht's. Wieder einmal das altbewährte Kartenspiel. Ja, fangen wir erstmal damit an, unseren Vorteil auszubauen. Okay, sie will nach unten, die olle Bitch. Da kommt noch einmal so. Zack. Und zack. Oh, jetzt haben wir wieder 2 rote. Lass uns mal blau nehmen. Und dann nach da gehen. Und dann nehmen wir das. Und gehen nach oben und oh shit, es sieht schlecht aus. No, 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 ich will nicht verlieren. 2 Züge haben wir noch. Jetzt muss es sitzen. Jetzt. Oh mein Gott. Wow. Okay, das war knapp. Lässt sich machen, kostet aber mehr. Also in 3 Tagen. Es sollte dann frisch abgeholt werden. Geht das 10 Uhr? Ja, sehr gut. Und wie viel kostet das dann alles? Naja, Gänseblümchenblätter sind ziemlich klein. Und bei der Menge 100 Euro. Ups. Versuche den Preis herunterzuhandeln. Okay, also in 10 Tagen, nee, um 10 Uhr, in 3 Tagen. Ja, wieder gleiches Spiel wie gerade, nur müssen wir uns besser anstellen. Ich würde sogar so weit gehen, wir nehmen auch noch, ah nee, dann gelbe in blaue, das wollen wir ja gar nicht. Was bringt das hier? Alle roten Emotionen deines Gegners werden zerstört. Alle gelben Emotionen deines Gegners werden zerstört. Alle blauen Emotionen. Ich weiß ja gar nicht, welche Emotionen sie generiert. Oh, warte mal. Gibt's hier, kann man... Ah, man kann runterscrollen, aber da ist nichts. Okay. Kann ich irgendwas verbessern oder so? Ich weiß nicht, es sieht ja so aus, als wäre es noch, als gäbe es noch so viel, aber irgendwie nicht wirklich irgendwas. Das wäre vielleicht, glaube ich, 2 gelbe Emotionen in 2 Runden gewinnen. Statt 2 gelbe Emotionen sofort zu gewinnen. Ja, eigentlich gelbe Emotionen brauchen wir gefühlt ja immer. Ja, upgraden wir einfach mal das. So, und... Ja, wie wär's, wir upgraden die beiden Dinger. Ja, dann haben wir noch 1 Credit, aber können nichts mehr upgraden. Okay. So. Ja, versuchen wir es nochmal mit dem Deck. Können wir ja nichts machen. So. Und zwar, zack, nochmal gelb, bitte. Dann mal nach oben gehen. Dann haben wir wieder 2 gelbe, das ist schön. Okay, sie generiert blaue und gelbe. Vielleicht merken wir uns das einfach mal. Komm, gehen wir nochmal nach oben.
Mal das. Gehen wir wieder nach oben. Ja, also aus ihrem Kreis sind wir schon mal erstmal raus. Dann machen wir so. Fuck your next turn. So. Und so. Ja, das ist easy gewonnen. Können wir nochmal rote in gelbe umwandeln. Nee. So. Schön. Ich hole schnell das Bestellformular. Einen Moment bitte. Ach, das ist irgendwie voll langweilig hier. Nicht gerade billig, so eine Hochzeit. Hoffentlich ist das nicht zu teuer für Paul. Naja, immerhin ist Devine seine beste Freundin. Da sollte Paul schon ein bisschen großzügiger. Oh mein Gott. Ist das Benoit? Ich werd verrückt. Er geht in die Sushi-Bar. Nichts wie hinterher. So, da bin ich wieder. Oh. Ach ja, die Blumen. Okay, wo muss ich unterschreiben? Ist, okay. Wir merken, Amelie hat irgendwie ein Problem mit, Focus. Okay, wo muss ich unterschreiben? Ich hab gerade... Ich hab gerade wenig Zeit. Ich mach das später. Also ist, glaube ich, die höflichere von den beiden Möglichkeiten. Hey, Schwester, hier geblieben. Oh Gott. Du brauchst gar nicht abhauen. Denkst wohl, ich sehe nicht, was dir da am Handgelenk baumelt. Hä, Estelle? Schlechtes Timing, ich muss dringend in die Sushi-Bar. Na klar, der Fisch wird sonst kalt. Her mit der Tasche, die habe ich schon überall gesucht. Oh, okay. Das ist anscheinend die Schwester und die hat... Und Amelie hat Estelle die Handtasche geklaut. Oh nein, doch nicht jetzt. Estelle, du nervst. Scheiß auf deine Klamotten. Ich habe Wichtigeres zu tun. Du kriegst ja alles wieder, aber bitte verdipp mir jetzt nicht meine einzige Chance, Benoit wieder zu treffen. Bitte? Also, das hier ist Betteln, das ist Konfrontation, das ist, keine Ahnung. Oh, gib mir eine Sekunde. Richtung Familien, was wir... Okay. Sie ist schon scheiße drauf, da sollten wir nicht auf Konfrontation gehen, also gehen wir mal lieber auf... Ja. Du kriegst ja alles wieder. Aber bitte verdirb mir jetzt nicht meine einzige Chance, Benoit wiederzutreffen. Bitte! Das sagst du immer. Ich will meine Tasche jetzt sofort wieder haben. Fick dich. Deine Schwester soll sich nicht so aufregen. Ja, finde ich gut. Wir müssen einfach nur straight nach oben. Und sie möchte nach straight rechts. Das heißt, wir brauchen nichts, was mit nach rechts zu tun hat. Ja, wir versuchen mal nach oben und nach links zu kommen. Das heißt, wir brauchen... Ja, dafür brauchen wir rote Emotionen. So. Chip, chip, chip. Und dann zerstören wir ihre blauen Emotionen am besten. Das generiert eine blaue. Dann nehmen wir was, was blaue umwandelt in gelbe. Nehmen das hier sowieso und versuchen ihre blauen zu zerstören. Ja, das klingt für mich nach einem guten Plan. Versuchen wir es mal. Ja, das zuerst. So, sind wir schon mal ein gutes Stück in unsere Richtung. Dann gehen wir wieder nach oben. Dann gehen wir wieder nach rechts und das ist eigentlich so gut wie gewonnen. Dann wollen wir noch ein Stück nach oben gehen. Was kostet das? Alle blauen Emotionen deines Gegners werden zerstört. Okay. Nein, nee, das bringt's nicht. So leicht kommst du mir nicht davon.
Die Tasche kriegst du nicht. Estelle, bitte. Ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Ach. Busy. Aber du hast immer genug Zeit, dir von meinen Sachen die zu nehmen, die dir am besten gefallen. Was hältst du davon, auf deinen eigenen Beinen zu stehen? Her mit der Tasche. Alter, was eine Zimtzicke. Rede deine Schwester wieder gut zu. Einfach nur gut zu reden. Okay, wir müssen jetzt straight nach oben. Dann nehmen wir doch alles mit, was uns irgendwie nach oben bringt. ja, und sie, kann man irgendwie braune Emotionen zerstören? Nein, kann man nicht. Na egal, go. Das ist eh schon so gut wie gewonnen. Da können wir eigentlich jetzt chillen. Wir nehmen mal das, was blaue Emotionen generiert. Und dann zerstören wir gleich alle ihre blauen Emotionen. Boom, Bitch! Okay, aber hat eh nichts mehr gebracht, weil wir eh gewonnen haben. Jawohl, weiter geht's. Das war's schon. Alles klar. Amelie musste sich im Auftrag von Paul um die Blumen für Devins Hochzeit kümmern. Und dann kam Benoit. Ich finde diesen Namen, der wird so komisch geschrieben. Naja. Als sie ihm folgen wollte, wurde sie von Estelle aufgehalten. Es entbrannte ein hitziger Streit um Estelles Sachen, die aber mal wieder Amelie trägt. Natürlich ungefragt und das gefiel Estelle selbstverständlich gar nicht. Geschwister unter sich. Du hast folgende Credits erreicht, 2 Stück. Du hast folgende Beziehungspunkte erreicht, 5 von 5. Woohoo! 100%! Du hast eine neue Stage freigeschaltet. Yay! Gut, hier haben wir einmal Kamikaze! Und Paul und Ricky. Alles klar, was werden die beiden Chaoten nur tun? Das wissen wir nicht. Das können wir dann in der nächsten Folge erfahren, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet wieder genauso viel Spaß wie ich. Diesmal ein bisschen kürzer als sonst. Aber dennoch, wir haben ein bisschen wieder über die Charaktere erfahren. Zum Beispiel, dass die gute Amelie nun ja ein bisschen verquer ist im Kopf, sich die Sachen ihrer Schwester klaut, beziehungsweise leiht, ohne zu fragen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.